Angel of Death war Teil des Ranger-Teams, das die Basis Kuchis zerstört hat. Kuchis! Welcome, Rangers! You may approach the Patriot. Na, das ist aber nett von euch. Was steht denn da für ein Cyborg-Kerl? 3. When they were 50. Cold logic says I should turn you away. That there aren't enough of you left to do the job at hand. But that Dorsey ambush was my fault. And I owe you more than explanations and apologies. So, here's something more tangible. The Dorseys didn't just attack you. They attacked my city. This one was trying to burn down our jail. If you want some vengeance for what was done to you, he's yours. Na, ich weiß nicht genau, was das jetzt bringen soll. Er ist dein Gefangener, das überlasse ich gerne dir. If you insist. Thank you. It's been too long since I've dealt with my problems firsthand. I'd like to do the same to all the Dorseys. And maybe with your help, I will. But for now, let me address your immediate needs. In addition to this base and the aid I promised your general, I'll be giving you the resources to return your force to full strength. Recruiting, training, and equipping. It's not enough. I know. The men and women you lost can never be replaced, but it's what I can give you. I hope you'll accept it. Na gut. Was passieren, wenn ich das sagen würde? Kein Deal. Wenn der Hinterhalt deine Schuld war, dann bist du uns etwas schuldig. Gib uns unsere Vorräte und lass uns nach Hause gehen. Na, dann sagt er wahrscheinlich so, nö, 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 nö. Besser als nicht, solange der Deal noch gilt. Das ist gut, das sage ich. The deal's still in place. You help me, I help Arizona. And the flame of civilization spreads its warm glow a little further into the night. That's what we all want, right? Now, introductions. My name is Saul Buchanan. I own Colorado. Though you'll meet some who disagree. This base is your new home. From here, you'll aid my people and, more importantly, do the job I brought you here to do. Now... Yes, Joe? Pardon, Patriarch. It's Daisy. An update on the Garden of the Gods? All right. Sorry, Rangers. Still putting out fires. Two of my best are waiting for you inside. Darius Kwan of the Marshals and my old friend Sergei Gretzky. Go see him. I'll be in when I'm done here. Okay. Hier, den meinte ich vorher. Adamant. Der hustet nur ein bisschen. To meet you, Rangers. No sudden moves around the Patriarch. Welcome, Rangers. I'm Marshal Darius Kwan, and this here's Sergei Gretzky. Sergei Gretzky. That's schon mal ein cooler Name. Good to meet you, Rangers. Glad to see some friendly faces. Been rough around here these last few days. Dorsey's attacked us too. Snuck inside Colorado Springs and killed a lot of people.
Situation's under control now. Mostly. Was wollen die Dorseys überhaupt? The Patriarch. Thank God they never got near him. He's the only thing keeping Colorado from tearing itself apart. Hallo, du Altführer. And sorry about these alarms. Something must have triggered the old security system. Trouble is, there's a bunch of angry robots guarding the computer that shuts them off. How you deal with them is your call. Your base, your rules. Verärgerte Roboter? Warum sind hier verärgerte Roboter? Yeah, weird, huh? They weren't active when we looked the place over a few days back, but... Ah, let's talk after you kill the alarms. I can hardly hear myself think. So, aber jetzt müssen wir erstmal kurz unsere Charaktere hochleveln. Auch wenn der Alarm jetzt im Hintergrund ist. Der nervt mich genauso wie unseren NPC-Freund hier. Willkommen im Inventarbildschirm, als ob ich den gerade zum ersten Mal öffnen würde. Hier kannst du alle Gegenstände finden, die du mit dir herumträgst, ihre Werte und weitere Informationen einsehen, deine Charaktere damit ausrüsten und so weiter. Du kannst unbegrenzt viel Gegenstände mit dir herumtragen. Das ist schon mal schön. Um die Werte all deiner Charaktere anzuzeigen, drücke Y, während du im Inventarbildschirm bist. Diese Werte basieren hauptsächlich auf den Attributen, aber auch Fertigkeiten deiner Ausrüstung und aktive Statuseffekte können sie ebenfalls beeinflussen. Jegliche Waffe lässt sich durch feldmäßiges Zerlegen in ihre Einzelteile demontieren. Wenn du eine sehr schlechte Tauschhandelfertigkeit hast, bis jetzt haben wir noch keine gute, naja, kann es sein, dass sich die Einzelteile besser an Händler verkaufen lassen als die Waffe im Ganzen. Mit dem Schnorrerglück-Vorteil kann das feldmäßige Zerlegen dir auch Waffenmods einbringen. Na gut. Aber das brauchen wir jetzt momentan eh nicht. Jetzt würde ich fast sagen, da er eh schon harter Hund hat, kriegt er jetzt nochmal diese Medaille, damit er quasi dann insgesamt harter Hund 2 hat. Währenddessen kriegt hier Idolim die Hasenpfote für kritisches Trefferglück. Außerdem kriegt er noch die passende Hose zu der Rüstung. Und Abraxe kriegt noch die neue Jacke. Sieht gleich viel gefährlicher aus. Und ansonsten, glaube ich, rüste ich jetzt eh nicht großartig was aus. Aber zu den Fähigkeiten müssen wir jetzt natürlich. Weil jetzt können wir hier ein bisschen hochleveln. Ich werde jetzt die Charaktere, die wir hier haben, einfach noch mehr auf das spezialisieren, auf das ich sie eh schon spezialisiert habe. Das heißt, wir machen jetzt schwere Waffen höher, Tierflüsterer höher und ich glaube ehrlich gesagt, schwere Waffen. Spezialisieren wir uns noch mehr auf schwere Waffen. Höhere Trefferchancen mit schweres MG und Flammenwerfer. So ziemlich genau, was wir ausgerüstet haben. Ich glaube, das passt jetzt auch. Hä? Habe ich die jetzt rückgängig gemacht? Sudala. Durch das Verlassen werden alle Fähigkeitspunkte bestätigt, die du verteilt hast. Ja, gut. Und unseren Idolim werden wir auch auf das, was er eh schon kann, spezialisieren. Also ein Punkt Nahkampf, einmal Schlossknacken, einmal Toasterreparatur. Na gut, dann schauen wir uns mal um in unserer neuen Basis und versuchen mal den Alarm auszuschalten. Ich glaube... Ich speichere mal schnell. Schloss knacken, unmöglich. Against before for a patient or you will be better defeat.
Die verstehe ich immer überhaupt nicht. Da muss ich auch immer die Untertitel lesen. Die Regierung, der du dienst, ist schon lange untergegangen. Nee, das versteht der Roboter bestimmt nicht. Ups, unser Fehler. Jetzt wäre Arschkriechen gut. Kann leider keiner von uns. Diese Basis ist seit Jahrzehnten außer Betrieb. Hast du sie die ganze Zeit bewacht? Vor einer Woche aktiviert, nach einer längeren Abschaltzeit. Üble Eindringlinge wie euch zu vernichten, das ist nicht gut. Na gut, die Regierung, der du dienst, ist schon lange untergegangen. Du bewachst gar nichts und das aus keinem Grund. Euer Befehl ist schon seit einem Jahrhundert ungültig. Wir sind ungültig, was? Damn it. Na dann, Kampf hat begonnen. Hätte der sein können. Die Gegner besitzen Panzerung, das haben wir vorher schon gelesen. Na gut, der Kampf dürfte nicht so schwer werden. Ich glaube, da können wir schon einfach mal voll in den Nahkampf gehen, oder? Mit allen. Wurscht. Nein, nicht daneben hauen. Schade, hätte er nicht daneben gehauen, hätten wir zumindest einen jetzt besiegen können. Aber so? Naja, nächste Runde. Sind alle tot. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Abraxe. Ah gut, Major Tomcat wird auch ein bisschen angegriffen. Abstauber! Zerstörter Sensor. Du brauchst keinen Sensor, um zu wissen, dass das Teil hinüber ist. Zerstörter Kühlkörper. Der wird so bald nichts mehr kühlen. Und verbogener Aktor. Dieser Aktor aktoriert nichts mehr. Na gut. Der Terminal ist alt und verstaubt, aber da... Aber als du auf den Einschaltknopf drückst, erwacht er wieder zum Leben. Der Computer piept und schnurrt zum ersten Mal seit Jahren. Beim Hochfahren flackert auf dem Bildschirm Sicherheitsalarm auf. Bei jedem Versuch, auf ein Menü zuzugreifen, heißt es nur Kommandozugriff. Schließlich fragst du die Maschine nach der Identität des Kommandos. Sie antwortet: Kommando leer. Neues Kommando festlegen? Ja, als Kommando installieren. Eine Kamera blitzt über den Monitor. Was? Na, von mir aus. Langsam erscheinen schreckliche Fotos von euren Gesichtern auf dem Bildschirm. Eine Linie nach der anderen. Kommando erkannt. Sicherheitsalarm abgeschaltet. Well done, Rangers. Good to see the place up and running. Now, where were we? Oh yes, the reason you're here. As you may know, I have a daughter and two sons.
Liberty, valor, and victory. Two of them conspired against me, and the third blackens the Buchanan name with every breath he takes. Consequently, I banished him. They've been skulking in the shadows ever since, but lately there's been rumors that I'm on my last legs. Lies, of course. But apparently my dear children believe them, and they've started making new plans. Du möchtest, dass wir Abgesandte für deine Kinder sind, um Frieden zu schließen? Peace. With those brats, you'd sooner tame a scorpion. I'm not worried about my children defeating me, Rangers. They won't. Not even Liberty. What worries me is the destruction they'll wreak as they fail. They'll tear my land and my people to shreds. They'll burn everything I've accomplished to ash. That's why they have to be stopped before they can start. That's why you, Rangers, have to find them and bring them home to me ASAP. And when I say bring them home, I mean bring them home alive. They're my blood. Kill them and we'll have a problem. Do I make myself clear? Und was, wenn es unmöglich ist, deine Kinder lebend zu ergreifen? You've already done the impossible by making it here. I trust you. Find a way to make it possible. Now, let me tell you where they are. Victories hold up in Aspen. Valor's under the protection of the Gippers in Denver. And Liberty's raising an army against me somewhere out on the Eastern Plains. Anything else you need to know? Okay, seine drei Kinder, die drei großen Questlines in dem Spiel. Der Psychopath, der Eiferer, der Verräter. Okay, wir brauchen mehr Hintergrundwissen über deine Kinder, bevor wir sie suchen. What do you want to know? Keine Ahnung. Du musst doch in Colorado eine Menge kompetenter Leute haben. Warum sollen wir uns um deine Kinder kümmern? Divided loyalty, that's why. I trust my guards, but they don't leave my side. Ever. Everybody else is making plans for when I'm gone. The 100 families, the Gippers, the Marshals, they're all out for themselves. And they know my kids would make good figureheads, give them some legitimacy. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, dann sind so Begriffe wie die 100 Families, die 100 Familien und sowas für euch jetzt vielleicht noch so ein bisschen irreführend oder verwirrend. Aber das wird alles in den nächsten Spielstunden noch relativ schön erklärt und wir treffen viele Leute, die uns viel über diese neue Welt und neue Gesellschaft, in der wir sind, erklären. Deswegen erkläre ich da jetzt gar nicht zu viel. Aber im Endeffekt sind das so ein bisschen die Regierung, das Parlament hier, wenn man so will, die 100 Familien. Any Coloradan I send to bring Vic, Val and Libby back home might think they'll get a better deal elsewhere. But not you. I'm the only one who can save your people. Nobody else can get supplies to Arizona before they starve to death. That's why it's you who's doing this. You've got the only loyalty that works. The loyalty of self-interest. Na gut, das macht sogar Sinn, ehrlich gesagt. Gut, was sollten wir über Victory wissen? Boy's never been right in the head. Since he was a baby, he'd torture cats, terrorize the servants, set the house on fire, and he's only got worse. The things he's done to the women he finds. Anyway, I finally had enough and put the little monster under house arrest up in Aspen. Guess they weren't prepared because he escaped a while ago and then came back with a gang of freaks and turned the place into a slaughterhouse. Now he's on the radio,
laughing about what he's gonna do to his hostages and daring me to come after him. He, claims he's captured some Rangers as well. Ah, das könnten eventuell die Ranger von dem Aufklärungstrupp sein, von denen wir gehört haben. Das geheime Missionsziel. Wie hieß die gleich nochmal? Death mit Nachname. Die sollen wir finden. Angela Death. Ah, die kommt schon im ersten Wasteland vor, sehe ich übrigens gerade zufällig. Ach. Warte mal, das habe ich bei vorher falsch gelesen, das habe ich euch falsch gesagt. Die ist eine der vier Startcharaktere aus dem ersten Wasteland, nicht Wasteland 2, die Angela Death. So, so. Im zweiten Teil kommt sie aber auch wieder vor. Und im dritten ja scheinbar auch. Genau. Vielleicht zumindest, schauen wir mal. So. Dann sollte er diese Ranger besser nicht verletzen. And if he does, you're still bringing him home alive, no matter what. Remember? Ah. Mal schauen, was für ein Mann ist Wailer? Soft, spoiled. Fiddled with computers all day instead of learning the arts of diplomacy and war. Finally packed him off when he accidentally crashed my security systems right before his sister's little coup attempt. Made him my official ambassador to the Gippers, hoping he'd do to their systems what he'd done to mine. That was a mistake. He took his revenge by convincing them to cut off oil shipments to my city. No oil means no heat, no light, and no food for my people. So getting Valor back and resuming oil shipments from the Gippers has to happen now. Wer sind denn die Gippers? Crazy cultists. Worship an old US president as a god. Trouble is, they're the only ones who know how to refine oil anymore, so... Gotta play nice. Na gut, erzähl mir was über Liberty. Liberty's got more brains and cunning than both her brothers put together. She's the only one who could actually run Colorado. Problem is, she'd run it as a goddamn slave state. Everyone in chains. Everyone working for her. Wouldn't worry about her for now, though. Best to wait until you got a little more firepower. She's gonna be well protected. Erwartest du, dass sie versuchen wird, dich zu verdrängen? She's already tried once. Got all the way to the palace steps before we chased her off. She's been licking her wounds out east ever since. Okay, danke für die Information. Wir werden unser Bestes geben. You'd better. Anything else? Ich hätte noch ein paar Fragen zu den Dorseys und dem Hinterhalt. Wer sind eigentlich diese Dorseys? The last dregs of a treacherous family. Thought I'd wipe them out years ago, but... Mistakes linger, Rangers. I know that better than most. Glaubst du, Wickwell oder Liberty stecken hinter dem Angriff auf unseren Konvoi? Possibly. But I know the Dorseys from the old days. They don't take orders well. Then again, I wouldn't have guessed they'd have the guts to attack both you and Colorado Springs at the same time. So somebody put some fire in them. Warum sagst du eigentlich, der Hinterhalt ist deine Schuld? My staff and I coordinated the details of your arrival using coded transmissions on radio frequencies we thought were secure.
Obviously, they were not. And you paid for it. I take full responsibility. Na, super. Okay, genug von den Dorseys. Good. What else do you need? Na gut, danke für das Briefing, Patriarch. Of course. Now, if you want a chance to impress me and maybe get a little payback, that call I got outside was from Sheriff Daisy, the head of the Marshals in Colorado Springs. She's having trouble rousting some Dorseys who have been holed up in the Garden of the Gods since their raid fell apart. Why don't you go give her a hand? Show us what the Rangers can do. Dorseys? Das würde uns ein Vergnügen sein. Enjoy yourselves, Rangers. Just don't get killed. I want a return on my investment. All right, let's move out. Ein Hirsch.